Willkommen zurück. Als nächstes laden wir uns den Tump-Editor herunter. Dies könnt ihr entweder auf der Entwicklerseite tumpengine.com machen unter Downloads oder auf TR-Level Downloads Tump-Editor. Hier nur noch auf Herunterladen klicken. Sobald die Datei auf eurem PC ist, einfach mit der Exe installieren. Während des Installationsprozesses könnt ihr entsprechend einen Installationsordner auswählen. Sobald Tump Editor installiert wurde, befinden sich auf eurem Desktop vier verschiedene Icons. Tump Editor, der eigentliche Level Editor, Tump IDE, wie NG Center von der Next Generation Engine, Sound Tool und ein Word Tool. Aber dazu mehr im nächsten Video. Dort behandeln wir Tump IDE. Hier können wir entsprechend ein Projekt erstellen und diverse Einstellungen vornehmen wie verwendete Engine und vieles mehr. Aber dazu im nächsten Video.